Ja, hi Leute und herzlich willkommen zurück hier zu Fanti TV. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir auf meinem Kanal. Und weiter geht's mit Fanti Quickie. Ich habe mir überlegt, Leute, wie gestalte ich jetzt die Quickies richtig schnell? Und mir ist was in den Sinn gekommen. Und zwar sind meine Videos zum Thema Logo immer ziemlich gut besucht. Und warum dann nicht eine Quickie-Reihe machen? Boah, das hört sich so falsch an. Über Logos, wo ich denke, dass es für den einen oder anderen immer ein cooler Ansatz sein könnte. Und zwar, wir werden das Alphabet logotisieren. Kann man das so sagen? Ja. Und wir fangen heute an mit dem Buchstaben A. Und was können wir aus einem A zaubern für ein Logo? Das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Da sind wir nun in Infinity Designer. Und wie immer beim Quickie, es geht super, super schnell. Heute mit dem Buchstaben A. Wir machen aus dem A heute ein richtig geiles Logo. Und los geht's. Also, wir haben hier ein A. Ein A sieht üblicherweise so aus wie ein Dreieck und in der Mitte ist eine Linie. Da kann man echt viel mit machen. Und das werden wir auch tun. Ich nehme aber keine Schrift in dem Fall, sondern ich nehme mir hier einfach mal so ein paar Rechtecke. Das Rechteck 1 und das Rechteck 2. So, und hier haben wir jetzt ja die Rechtecke, die noch nicht zum A mutiert sind. Werden wir aber jetzt tun. Und zwar werde ich Folgendes tun. Ich drücke die Shift-Taste und gehe hier oben auf den Anfasser zum Drehen und drehe das eine Element um 15 Grad nach links und das andere um 15 Grad nach rechts. So, dann lege ich beide übereinander und zwar erstmal egal wie, einfach so. Und dann sehe ich zu, dass hier oben diese beiden Spitzen auf gleichem Niveau sind oder auf gleicher Höhe. Und das mache ich hier oben mit meinem Ausrichten-Werkzeug und zwar dieses hier, oben ausrichten. So. Dann verschmelzen sich beide Elemente miteinander und das sieht ja schon fast aus wie ein A. Ich drücke jetzt hier doppelt rein und kann die Knotenpunkte aktivieren. Den mittleren Knotenpunkt nehme ich erstmal raus und habe jetzt hier schon mal eine Gerade. Und hier unten, die sind auch noch nicht ganz gerade. Dann mache ich einen kleinen Trick. Ich nehme mir wieder ein Rechteck, lege das hier oberhalb dieses Elementes. Ihr seht es hier in den Ebenen. Ja. Markiere die unterste Ebene und sage hier subtrahieren. So, und schon habe ich hier ein A nachgebaut. Aber wir wollen natürlich ein cooles A-Logo, also geht's weiter. Wir brauchen nämlich noch die Mittellinie. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich nehme hier einen Zeichenstift und ziehe mir hier ungefähr gleich dick einmal eine Linie runter, ziehe eine Linie hier raus und ziehe wieder zurück. Ihr sagt euch, oh, das sieht ja cool aus. Irgendwie wie Air Force oder ich weiß nicht, irgendein Logo gibt es dazu. Naja, aber das wäre so im Endeffekt, was man mit einem A machen kann. Ich mache jetzt hier Folgendes. Ich kurve das noch so ein bisschen ein. Ziehe mir das noch so ein bisschen nach außen. So. Dann sieht das schon mal ganz witzig aus. Jetzt mache ich mir noch eine Kopie von diesem Element. Ziehe das Element ein wenig runter. So. Und trenne das von dem A. Hier oben in den Ebenen seht ihr das eine Element. Hier unten beim A oder bei diesen zwei Rechtecken, die wir zusammengebaut haben. Das andere. Ich drücke die STRG-Taste. Habe jetzt nun beide markiert und sage wieder subtrahieren. Und jetzt seht ihr, dass wir hier eine kleine Lücke haben. Diese kleine Lücke nutzen wir auch schamlos aus. Ich lege dieses Element noch ein bisschen weiter nach oben, damit die Lücke etwas größer ist. Markiere beide und sage hinzufügen. So, und jetzt haben wir ein Element. Das A nehme ich hier erstmal wieder weg. Lege das Teil in die Mitte. So, und dann setzen wir da noch eine Schrift drunter. A wie Anton, sagen wir mal in dem Fall. Ich nehme tatsächlich auch die Schriftart Anton. Dann passt das vielleicht auch ganz gut. Setze sie ein bisschen kompakter. Hier an den Ankerpositionen, links und rechts. Markiere es, zentriere es, mache es ein bisschen kleiner. So, und eigentlich wäre unser Logo schon fast fertig. Aber damit das noch ein bisschen einen kleinen catchy Effekt bekommt, werden wir dieses A noch ein bisschen manipulieren. Hier zum Beispiel die Spitze. Die werden wir jetzt was abrunden. Und hier unten werden wir die Füßchen etwas abrunden. Und hier oben den Kopf auch etwas abrunden. Und das hier auch etwas abrunden. Und jetzt bekommen wir schon eine schöne Form. Das war's. Ab in die Totale. So Leute, da sind wir wieder in der Totalen und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Was sagt ihr dazu, wenn wir jetzt jeden einzelnen Buchstaben einfach mal, wenn wir jetzt aus jedem Buchstaben einfach mal ein schönes Logo machen? Es muss nicht der nächste Buchstabe B im neuen Video sein, sondern wir machen jetzt Folgendes. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, welchen Buchstaben ich machen soll und dann mache ich den einfach beim nächsten Video, bis wir alle Buchstaben haben. Und jedes Mal auch ein bisschen was anderes. Und zwar diese Sachen, die wir auch in den letzten Videos schon mal gelernt haben. Oder ich in meinen Workshops immer
präsentiere Workshops. Ihr sagt, da gibt es Workshops. Ja, gibt es, und zwar auf Twitch. Ja, also kommt gerne auch auf Twitch vorbei. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich bin da nämlich regelmäßig unterwegs. Ansonsten teilen, liken und abonnieren würde mich freuen. Das würde mich tierisch unterstützen. Also macht das doch gerne und auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Habe ich aber eingangs auch schon gesagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also einen schönen Tag, schöne Nacht und schönen Morgen euch und tschüss.